Cornelius Meister ist mein Name. Ich dirigiere das Rheingold. Mein Name ist Stefan Kimmich. Ich bin Stuttgarter. Ich bin Regisseur und ich inszeniere das Rheingold. Der Fluch des Ringes. Wer ihn besitzt, den sehre die Sorge, und wer ihn nicht hat, den nage der Neid. Sehr eindrücklich von Alberich vorgetragen, ist sicherlich das Zentrum dieses Rheingoldes. Traurigen Traum, welche List legt dem Helm. Das ist ja nicht nur der Anfang eines Werkes, sondern der Anfang der Tetralogie. Wir haben 16, 17 Stunden vor uns, 4 Tage, 4 Abende. Heute haben wir 3. Szene geprobt, Ende 4. Szene und dann Teile der 4. Szene auch, wo es noch ganz viele Fragen gab und auch immer noch gibt. Lasst uns nochmal das Ende machen. Zwischen der 2. und 3. und zwischen der 3. und 4. Bühnenszene, in denen im Orchester 18 Ambosse gespielt werden, die wir hier bei diesen szenischen Proben imitieren. Was uns großen Spaß macht, was aber eigentlich eine sehr ernste Angelegenheit ist. Eine Schmiede, in der Zwang ausgeübt wird, damit man im Akkord spielt und arbeitet. Wagner, der Ring ist Kapitalismuskritik. Was du bist, bist du durch Verträge. Sehr spooky und geheimnisvoll und auch ein bisschen bedrohlich. Es geht viel um Ängste. Eben auch die Affekte in uns, die auch zu viel Schmerz führen. Es ist ein sehr junges Ensemble. Das ist schon mal sehr speziell, finde ich, an dem Stuttgarter Rheingold. Jetzt nicht irgendwie 5 Stars von irgendwoher, sondern so ein Aufbruch auch im Ensemble, die sich aber unglaublich gefunden haben mit einer ganz großen Entdeckerlust und haben da total Bock drauf. So eine Gang auf der Bühne zu spüren, das ist schon mal richtig toll.